Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Das ist der König Antoine von Lothringen. Da ist er nicht. Hier haben wir ihn. Da wird es hier bald losgehen. Wir wollen uns hier dieses kleine Püttlingen holen. Jo, das werden wir sehen. Erpressen, was ist nur los? Ja. Ja, das lehnen wir ab. Ist ja egal. Das ist egal. Und was ist jetzt los? Die Bitte. Fürst Helferich, bitte sagt mir, wie ich euch meine Hingabe an euch beweisen kann. Gräfin Melisande bittet mich, mir eine Probe ihrer Hingabe auszudenken. Nur zu gerne. Ich werde ihr auferlegen. Mehrere Nächte nicht zu schlafen, Tage nichts zu essen. Ja, aber wohl, wie man jetzt sagt, er ist ja hier hinterlistig. Ja, aber andererseits, sie ist ja keine Affäre. Ja, da haben wir kein Interesse. Und was ist jetzt los? Der Graf Guy hat offenbart, wenn ich mit den Geheimnissen treffe, in Wahrheit verbreitet es sich wie ein Lauffeuer. Ja. Wie können Sie mich urteilen? Okay. Jetzt haben wir hier Hingabestufe. Jetzt haben wir wieder sündig, oder ich glaube, wir waren eigentlich schon vorher sündig. Die Tränen von Friederike bereiten mir weit mehr Pein, als harte Worte es je konnten. Okay. Wie alt ist sie überhaupt? 54. Ich stehe geknickt da, als sie das Gesicht in meinen Händen vergräbt. Helferich, wie konnt ihr das tun? Ich liebe euch doch, ihr Dummkopf. Friederike holt tief und zittert Luft. Kommt zurück zu mir, mein Augenstern. Verlass dieses Rindvieh, dann ist alles vergeben und vergessen. Ja, ich kann meine Gefühle für Fosca nicht verleugnen. Es ist einfach so. Und wir waren ja vorher schon Ehebrecher, also sind wir ja hier natürlich bekannt. Das ist klar. Jetzt könnten wir mal gleich hier den Sammelpunkt verlegen. Weil da wird es gleich losgehen, denke ich mir mal. Was ist hier los? Insignien haben niedrige Haltbarkeit. Da haben wir das angelegt. Jo, das haben wir angelegt. Ne, von Damiani. Von Damiani. Ja, aber trotzdem reparieren können wir es. Ja, 100 Gold! Ne, da schauen wir jetzt einmal nochmal. Wo ist dieses Dingens? Eine Krone haben wir nur eine. Ach, das ist das. Da könnte man vielleicht die Insignie verschenken. An wen könnte man die verschenken? Gibt es da mehr Frömmigkeit? Okay, ja, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht.
schauen wir mal jetzt hier rein. Oh, die sitzt hier, die Heike sitzt im Knast. Okay. Schauen wir mal, unser Sohn. Den könnte man das Artefakt doch schenken. Das könnte man ihm schenken. Besonders begeistert ist er nicht, aber da kann es er dann reparieren, wenn er's will. Niedrige Gemeindekontrolle. Ja, der ist so schwach. Der ist so schlecht. Wäre der Aribo schon mal wesentlich besser. Okay, der hat doch ewig ein Druckmittel. Ja, dann werden wir den nicht los. Leider. An den empfindsamen Helferich. Ich habe sowohl alte als auch weniger, glaube ich. Und endlich, okay. Kümmert euch darum. Für 93 Gold. Sehr gut. Jawohl, ja, dann fangen wir doch gleich an. Dann fangen wir einfach an. Hier heben wir alle aus. Und jetzt schauen wir mal, wer eventuell. Moment. Schauen wir mal so. Ja, das müsste ja reichen. Lassen wir mal laufen. Okay. Das sind die Belagerer. Okay, der wäre hier besser geeignet. Okay, dann würde ich sagen, dann passt es. Das passt auch. Die schickt man hier nach oben. Die schickt man hierher. Interesse halber. Hausmitglieder. 2500. 1300. Ja, 761. Haben wir natürlich auch jede Menge Dynastiemitglieder. Ja, ich glaube, das ist dann irgendwie auch ein bisschen so sortiert. Auch der, okay, der will nicht. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Und wenn es eng wird, dann werden wir. Dann werden wir uns vielleicht noch welche holen. Bildung, Leben, Lebenswandel. Okay, Kabelstufe haben wir ja nichts. Okay. Ja, dann macht er halt Handy waschen. Okay, schauen wir mal, ob die irgendwo mit einer Armee kommen.
Aber irgendeinen könnte man vielleicht trotzdem noch mitholen. Den von der Tost. Ja, den holen wir. Den holen wir, weil der kann auch damit helfen, was zu belagern. Okay, danke sehr. Ist es Liebe? Jawohl, die Melisande macht sich wieder an uns ran. Und wir sind natürlich lüstern. Es ist schon wieder heiß auf sie. Ich bin dein Melisande, sagen wir jetzt einfach zu ihr. Und sagen natürlich jetzt, okay. Oh mein Schatz, lass mich nie mehr aus den Augen. Ist ein Seelengefährte von uns. Ja, aber ist schon seltsam, dass man hier keinerlei Truppen sieht. So, das müsste hier gleich durch sein. Okay, die Belagerung haben wir gewonnen. Gehen natürlich hier gleich rauf. Und dann mit denen ein Stück wieder in die Richtung. Ja, was ist mit dem Rat los? Ratskanzler. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Der ist doch gestorben, oder was ist da los? Okay, da können wir jetzt irgendeinen nehmen. Und zwar Diplomatie. Ja, die Gräfin. Die ist hier sehr, sehr gut. Und ist noch kein. Ist zwar als Verbrecher bekannt, aber interessiert uns nicht. Okay. So, wo sind jetzt die gegnerischen Armeen? Ja, damals. Die haben das jetzt schon wieder zurückgeholt. Ja, schaffen natürlich locker. Jawohl. Das müssen wir jetzt wieder rückbelagern. Okay, die haben sich gleich wieder aufgelöst, die Bulgaren. Ja, und
Die Benoit kommt rein und will uns 50 Gold geben. Da danken wir auch sehr. Das war ein schöner Sieg. Stoppen wir mal kurz. Oh. Das muss daher. Na, haben wir doch anscheinend schon. Ah, okay. Spricht jetzt Englisch. Okay. Die warten da oben. Das ist gut. Jetzt kommt ein deutlicher Sieg noch raus. Okay, auch dank unserer Verbündeten. Zack, 61. Da wird sehr viel jetzt die Hofsprache geändert. Die Belagerung haben wir auch gewonnen. Gehen wir gleich ein Stück weiter. So, jetzt schauen wir mal hier, wo der Chef sitzt. Okay. In Leuven. Oh, 246, naja, ist egal, aber den werden wir uns hoffentlich holen. Genau, jagt sie. Aber jetzt, ne? Ja, jetzt geht drauf. Das dürfen Sie auf keinen Fall zurückholen. Zack. Okay, natürlich sind wir verschuldet, das wissen wir. Die werden wir jetzt einmal auflösen. Unser Bruder ist verstorben. Okay, der war hier wahrscheinlich mit dabei. Versucht einmal. Ja, das traue ich dem alles zu.
dem Dragomir. Anstifter entdeckt. Der Aribo Schmiedertränke gegen unseren Gast. Was für ein scheußlicher Unhold. Jawohl, dann haben wir das. Dann haben wir das. Sehr gut. Wir haben den natürlich gleich festgenommen. Forderung erzwingen. So sei es. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Wo ist jetzt unser kleiner Fitzel? Okay. Pittlingen. Und jetzt haben wir wieder 8. Das ist sehr, sehr gut. Alle auflösen. Ja, und ein Ereignis wäre am Königshof. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich vorschlagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche noch alles Gute. Tschüss.